Herzlich willkommen zum Jorland Podcast, dem Podcast für Freelancing und remote Arbeit in der Praxis. Heute haben wir einen Ingenieur zu Gast. Er ist aber auch Freelance-Designer für industriellen Druck, 3D-Druck, Entschuldigung, Produktdesigner und macht 3D-Art. Im Moment ist er in Thailand und arbeitet dort, so viel ich weiß, remote. Ich bin gespannt auf das Interview. Diesmal dann halt nicht in 3D. Herzlich willkommen, Roman Schmidt. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf. Gerne. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Melissa aus dem Team von Jorland hat ja den Kontakt zu dir aufgebaut. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ein Ingenieur, remote arbeitend und dann noch im 3D-Druck, das spricht eigentlich alles für Vor-Ort-Arbeit. Und ich bin sehr gespannt und würde dich einfach mal bitten, dich nochmal kurz selbst vorzustellen, wer du bist, wo du herkommst, was du gerade machst, wo deine Schwerpunkte im Moment liegen, Roman. Okay, super gerne. Also ich komme aus Würzburg, dem schönen Franken, Nordbayern quasi, und habe Maschinenbau studiert, Master in Erlangen. Und dort während dem Studium habe ich das erste Mal eben mit 3D-Druck, industriellen 3D-Druck, sage ich immer dazu, gearbeitet, schon die Bachelorarbeit dazu geschrieben. Und der Unterschied zwischen normalen, herkömmlichen, bekannten 3D-Druck und dem industriellen ist eben die Qualität der Maschinen, also der 3D-Druck, den man im Alltag kennt, teilweise schon im Aldi angeboten. Da kosten die Maschinen ca. 300 Euro und funktionieren mit Filamentplastik, also quasi Plastikfaden auf einer Spule. Und dann wird der über eine Heißklebe-Spritze-Düse, sage ich immer, aufgetragen, computergesteuert. Und ich habe dann eben während dem Studium schon mit den teureren Maschinen gearbeitet. Die gehen so bei 200.000 Euro los bis zu mehreren Millionen und da eben schon mit Titan gearbeitet und da ziemlich schnell meine Leidenschaft für die Technologie entdeckt, weil man einfach innerhalb an einem Tag eine Idee haben kann, die dann 3D mit dem Computer erstellt, designt und dann am nächsten Tag schon aus Titan oder Plastik in der Hand haben kann. Und da ist einerseits das Prototyping, aber auch Ideen realisieren unglaublich viel schneller geworden. Und dann habe ich mich während dem Studium noch weiter mit der Technologie beschäftigt und noch mehr spezialisiert, dann auch mit einer Kunststoffmaschine gearbeitet und da meine Masterarbeit geschrieben. Und dann wurde ich schon ziemlich schnell von dem sogenannten Marktführer EOS, die in München sitzen, ihr Hauptquartier haben, eingestellt als Applikationsingenieur. Da habe ich eben zwischen Vertrieb, Consulting und Entwicklung die Maschinen bedient und dem Kunden eben beigebracht, wie man besser für die Maschinen designt, also besser für 3D-Druck designt, anstatt für herkömmliche Fertigungsmaschinen und Verfahren zu designen, eben diese Technologie noch besser, das Potenzial auszunutzen. Und also mein Team war traumhaft, super Kollegen, aber München an sich hat mir wegen den sehr teuren Wohnungspreisen und der verbreiteten Stadt, sage ich mal, also viele Transportwege, also viele Wege, wo man viel Zeit verliert, also auf die Arbeit habe ich einfach eine Stunde gebraucht und zurück mit der S-Bahn und das hat eben meinen Lebensstandard reduziert. Ich habe eigentlich besser gelebt als Student, als arbeitender, gut verdienender Ingenieur in München. Und da habe ich eben auch während der Arbeit schon lang, also innerhalb von einem Jahr dann gemerkt, dass ich immer mehr ins Technische gehe und möchte aber lieber ins Kreative, ins Design gehen und mich darauf spezialisieren. Und auf meinem langen Arbeitsweg habe ich schon angefangen, viele Podcasts zu hören, weil ich also teilweise hatte ich Tage, wo ich 4 Stunden Podcast gehört habe und da dann eben schon zum ersten Mal von Freelancing, Remote-Arbeiten und digitalen Nomaden gehört und dann geschaut, wie ich quasi mein Businessmodell aufbauen muss, dass ich auch so leben und arbeiten kann und eben die Freiheit habe, so zu leben. Und dann mich eben seit Juli 2018, also dieses Jahr noch, selbstständig gemacht und bin seitdem in Spanien gewesen, Portugal
und 2 Monate Bali, da habe ich Melissa getroffen. Da hat sie mir erzählt, dass sie nicht viele Ingenieure kennt. In Ubud, sehr schön. Ja. Und jetzt eben seit Anfang Dezember in Chiang Mai, auch ein digitaler Nomaden-Hotspot. Ja, ja. Und ist das ein Geschäftsgeheimnis sozusagen, wie du arbeitest, oder kannst du darüber so ein bisschen berichten, was du denn machst? Weil ne, das, was du vorhin erzählt hast, das kann ich so erfassen und kann ich mir vorstellen, wie man das macht und da die Kunden begleiten und so weiter. Aber so remote, machst du jetzt reines Design für 3D-Druck oder wie können wir uns das vorstellen? Genau, also ich sag mal, 2 Haupt-Business-Modelle. Einerseits helfe ich anderen Leuten mit 3D-Druck, mit der Technologie, Produkte zu erschaffen, also beispielsweise auch für Influencer designe ich 3D-gedruckten Schmuck, beispielsweise aus Gold oder Gold, Silber und ähnliche Metalle, die dann bei dem Hersteller in Europa oder USA gedruckt werden und dann teilweise auch ähnlich wie Dropshipping direkt an den Kunden geschickt werden. Und oder eben genau auch für Firmen, die eben selbst mit ihren eigenen Maschinen Produkte produzieren möchten, aber da eben noch keine auf die Technologie spezialisierten Konstrukteure haben oder eben größere Aufträge, wo es dann entweder Giveaways zu Weihnachten, Designgegenstände, also Lampenschirme beispielsweise hatte ich einen Auftrag, und manche, die ich noch nicht verraten darf. Aber also in die Richtung würde ich gerne als Designer noch weitergehen und eben optisch schöne Sachen designen mit digital und dann ausdrucken zu lassen in Deutschland. Also da habe ich ein ganz gutes Netzwerk mittlerweile, wo eben teilweise in Deutschland, aber auch Rest Europa hochwertige Sachen ausgedruckt werden können und mit meiner mittlerweile eben schon langjährigen Erfahrung der Technologie kann ich schon ganz gut abschätzen, was dann rauskommen wird. Natürlich nicht immer. Ja. Also gerade bei Prototyping muss ich dann beispielsweise die Hersteller fragen, ja, wie schaut's aus? Könntet ihr mal testen? Beispielsweise, ich habe einen Geldbeutel, wo ich immer wieder optimieren muss und da können die dann mal eine Münze reinschieben oder auch schauen, wie stabil das ist und ob manche Sachen eben durch dieses Aufschmelzen und diese Temperatur, was im Prozess entsteht, backen manche Formen zusammen und das kann dann entstehen. Genau, und grundsätzlich hat man manchmal auch Denkfehler, wo dann irgendwie etwas rauskommt, das nicht passt. Und dann habe ich eben noch ein Businessmodell, ähnlich wie Dropshipping, dass ich meine eigene Kreationen eben wie den Geldbeutel und Schmuck auf meiner Homepage, meinem Shop und auf Amazon anbiete und die werden dann eben auch automatisch bei dem Hersteller produziert, verpackt und an den Kunden geschickt. Also das habe ich eben schon ein Jahr so geplant, wie ich es aufsetzen muss, dass ich da tatsächlich mit Laptop allein arbeiten kann. Das heißt, ich muss dann, um das für 3D-Druck zu designen, anders designen, wie wenn ich das für herkömmliche Fertigungsverfahren dann designe. Absolut, genau. Also wenn wir mal bei Kunststoff bleiben, wo ich noch am meisten Erfahrung habe, da würde das Standardprodukt durch Spritzguss hergestellt. Mhm. Und bei Spritzguss muss man meistens eben eine Metallform für, ich glaube, ab 20.000 Euro kann man eine Metallform für Spritzguss herstellen. Da wird dann eben aus einem Metallblock die Form rausgefräst und die Zuspritzkanäle und Kühlkanäle auch aus der Form rausgefräst und dann in eine Spritzgussmaschine eingebaut, die dann die Metallformteile bewegt, die Kühlflüssigkeit reinspritzt und eben auch das geschmolzene Metall. Und wie man sich schon vorstellen kann, aus einem Metallblock eine Form rauszufräsen, bohren, hat man begrenztes Darstellungsvermögen. Also entweder man kann es gar nicht rausfräsen oder man kann die Form gar nicht so auseinanderfahren, dass das Bauteil dann wieder rausfallen kann. Und bei 3D-Druck ist es eben andersrum. Wir bauen eben Schicht für Schicht das Produkt auf. Also mit der Technologie, die ich verwende, ist es ein Laser, der dann quasi Schicht für Schicht Material aufschmelzt und
dem Laser ist relativ egal, welche Formen er malen oder aufschmelzen soll. Mhm. Und da das nicht aufgeschmolzene Material nur Pulver ist, kann man das dann auch einfach nach dem Bauprozess wegsaugen oder pusten. Nur wenn eben ein Volumen abgeschlossen sind, hat man dann das Kunststoffpulver in einer Kugel beispielsweise, wenn man kein Loch zum Pulverentfernen einplant. Ah ja, okay. Aber ja, das spannend. Also sehr, sehr unterschiedlicher Prozess. Man mit beiden Prozessen ist ein Grunddesign oder einfache Formen zum Herstellen möglich, aber mit 3D-Druck deutlich mehr, aber wegen den Maschinen und Materialkosten muss da sehr gut design oder sehr bewusst designt werden, damit es eben kosteneffizient ist und auch die Technologie ausgenutzt wird. Nicht, sonst ist es nur ein sehr teures Plastikstück. Ja, eben, das ist das stelle ich mir schon so vor, dass wenn man das so ja als Laie, sage ich mal, als Normaluser irgendwie mal hört mit 3D-Druck, dann ist es ganz nett und irgendwie eher so auf der Gimmick-Seite bislang bei mir gewesen, so dass als dass das jetzt solche industriellen Fertigungsmöglichkeiten dann bietet, ne? Das finde ich schon spannend, dass, was da alles möglich ist, ja. Also, was hatte ich denn bewogen, das Remote zu machen? Also das du hast ja vorher schon ein bisschen angedeutet, so dass das war schwierig und in München dann letztendlich weniger verdient, wenn du noch studentisches Leben gehabt hättest oder so. Gab es da noch andere Punkte, wo du sagst, das war jetzt noch ausschlaggebend, dass ich wirklich als Freelancer unterwegs bin? Also ich hatte mit 16 schon Austauschjahr in den USA gemacht und da quasi das erste Mal längere Auslandsluft geschnuppert und dort eben auch schon eigentlich das komplette Jahr nur Englisch gesprochen. Und dann wollte ich in dem Studium nochmal ins Ausland, habe dann Erasmus in Cádiz, Spanien gemacht und im Master nochmal ein Auslandssemester in Cartagena, Kolumbien. Und da hat es mich eben von sehr jungen Jahren schon immer ins Ausland gezogen. Und mein Traum war eben auch dann, also die Zukunft, der Zukunftstraum, ein Designstudio in Spanien am Strand zu haben, wegen dem guten Wetter, weil ich eben in Spanien und in Kolumbien gesehen habe, dass man nicht immer den kalten Winter aushalten muss, den man in Deutschland kennt. Und hatte da eben den Traum, nicht nur 2 Wochen an den Strand zu fliegen, sondern eben dauerhaft, also täglich Beachvolleyball spielen zu können und den Sonnenschein und das schöne Wetter und das spanische Leben genießen zu können. Mhm. Und dann eben tatsächlich in einem der Podcasts, der Marco Meurer von dem DNX-Podcast, wurde, glaube ich, bei einem anderen deutschen Business-Podcast interviewt. Und da habe ich eben das erste Mal das Konzept von Remote-Arbeit gehört. Und da ist irgendwie sowas aufgebrochen, sage ich mal, ich nicht wusste, dass ich es will, aber jetzt entdeckt habe, so ungefähr. Also ich muss nicht in Spanien in einer Stadt alles aufbauen, sondern kann eben tatsächlich die Welt sehen und mich tatsächlich vielleicht auch ans Wetter anpassen und unterschiedliche Kulturen durch lange Zeit in dem Land besser kennenlernen, vielleicht auch noch mehr Sprachen lernen und trotzdem dabei Geld verdienen und dadurch irgendwo unbegrenzt, habe keinen Zeitdruck, viel in 2 Wochen zu sehen, sondern habe eben den Rest meines Lebens, um die Welt noch besser anzuschauen. Ja, cool. Ja, das ist ja für viele, die wir hier im Interview haben, ausschlaggebend, eben so diese Work-Life-Balance. Das ist ja immer so ein bisschen schon runter abgedroschenes Wort sozusagen, aber letztendlich, dass man ja irgendwie die Idee heute verfolgt, nicht mehr nur zu arbeiten, um irgendwie zu leben, sondern eben, dass das ausgeglichen ist. Und das höre ich bei dir auch deutlich raus, dass dir das wichtig ist. Und, Also einerseits wegen dem Wechselkurs, aber den geringeren Kosten in anderen Städten lebt man eben deutlich besser. Also ich habe es zu Freunden schon gesagt, dass ich hier in Chiang Mai lebe wie ein Millionär in München mit Apartment, Pool und Gym im Apartment-Komplex und fast immer im Auswärtsessen und oft mit Uber oder Grab,
abgeholt werden und an die Orte zu bringen und Ähnliches. Und da müsste man in Deutschland eben deutlich mehr verdienen, um so leben zu können. Also natürlich auch irgendwo ein anderer Lebensstandard, was man sich dann erlauben kann. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Hast du noch Destinationen, wo du sagst, da muss ich unbedingt noch hin? Oder lässt es so auf dich zukommen? Also natürlich einige, die Welt ist groß. Ich lerne zurzeit Portugiesisch und will mir auf jeden Fall Brasilien noch anschauen. Und also wahrscheinlich nächsten Winter vielleicht in Südamerika zu verbringen, den Sommer wahrscheinlich wieder in Spanien, weil ich da einfach die Kultur und die Leute zu lieben gelernt habe und Freunde besuchen möchte. Und ja, ich glaube, es gibt unglaublich viele Orte. Jemand, der sagt, er hat schon alles gesehen, sollte nochmal den Globus anschauen. Und also Asien, ich habe jetzt leider noch nicht viel gesehen. Ich nenne mich auch selber Slowmade, weil ich ja eben noch ganz am Anfang meines Unternehmens bin und da unglaublich viel Zeit noch reinstecken muss. Deswegen habe ich jetzt nicht viel mehr als Bali und den Norden von Thailand gesehen. Also Asien werde ich auf jeden Fall auch nochmal besser anschauen. Ist noch nicht zu Ende bereist. Absolut nicht. Ja, cool. Wie hast du den Start als Freelancer gewagt, sozusagen, also in die Selbstständigkeit zu gehen? Hattest du irgendwie Puffer oder angespart oder wie hast du so die erste Zeit überbrückt, beziehungsweise oder hast du nebenbei schon angefangen, das aufzubauen oder wie war dein Weg? Genau, also nebenbei ging bei mir eigentlich gar nicht. Man muss immer im Arbeitsvertrag schauen, wem die Ideen des in der Zeit gehören. Und dann zusätzlich war es auch nicht möglich, dass ich eben als Angestellter Kunden betreue und am Feierabend dann meine eigenen Produkte auf Amazon stelle. Und deswegen habe ich eigentlich fast alles danach gemacht, nach meiner Anstellung. Ich sage mal, geplant und vorbereitet ist natürlich möglich, aber richtig, gerade auch mit Marketing anfangen und Ähnliches, habe ich dann eben einen sauberen Cut gemacht und dann alles begonnen. Und aber wobei mein Tipp für die meisten ist, wenn es möglich ist, auf jeden Fall nebenher aufbauen, beziehungsweise falls möglich schon einen kleinen Job oder Ähnliches, eine Freelance-Anstellung oder Ähnliches finden, wo man zumindest nachhaltiges Einkommen hat. Es muss nicht alles decken, aber zumindest nicht von nichts leben muss. Finde zwei Hinweise da ganz wichtig, eben nochmal reinzugucken in den Arbeitsvertrag, was ist möglich, weil es bei dir natürlich in der gleichen Branche war. Das ist häufig nicht so, was ich so mitbekomme. Also viele steigen eben komplett um irgendwie und haben was anderes gemacht oder das ist halt ein bisschen breiter gefächert, sage ich mal, und man kann in dem Bereich dann eher dann nebenbei schon anfangen aufzubauen, ohne den Arbeitsvertrag zu verletzen. Aber das finde ich ganz wichtig, da nochmal reinzugucken, was da Sache ist und eben auch diese finanzielle Geschichte. Also, weil ich habe es andersrum gemacht, ich bin ohne los und das ist echt schwer. Ja, es ist wirklich schwer. Aber man kämpft sich durch und man beweist sich selbst, dass alles möglich ist. Aber deswegen, um das einigermaßen sicher und angenehm zu gestalten, Ausgaben nach unten fahren, Ersparnisse aufbauen bis zum Kündigen und am besten eben ein Proof of Concept, also entweder schon Kunden, die das Produkt kaufen oder schon Leute, die dir eben Aufträge geben möchten, um da eben gerade von Anfang an, von den ersten Monaten schon Einnahmen zu generieren. Und nicht auf dem Papier und im Businessplan mag alles perfekt aussehen und die Freunde mögen auch zu jeder Idee zustimmen und sagen, es kauft sicher jemand, aber bevor man nicht jemanden hat, der einem schon Geld dafür gibt, ist nichts bewiesen. Genau, so ist es. Und was ich auch, also ich habe dann eben Vorlagen für mindestens ein halbes Jahr eingeplant, also dass ich komplett davon leben kann und dann aber auch schon dass man von Monat 1 schon Geld verdienen kann. Wenn man dann noch Zeit braucht, überhaupt das Produkt fertigzustellen oder Ähnliches, eben bei Freelancing kann man die Zeit direkt anbieten, aber da sollte dann alles bereit sein zum Geld verdienen. Und was ich mittlerweile auch dazugelernt habe und bereut habe, dass ich da nicht mehr Zeit und Geld investiert habe, ist in meine eigene Ausbildung. Man fällt schnell in dieses
diese Vorstellung, dass man eigentlich schon viel weiß und schon viel kann, aber man lernt dann doch immer wieder, dass man nur die Spitze vom Eisberg sieht und wie viel Wissen da noch drunter steckt. Also gerade bei Facebook-Werbungen habe ich es da selbst gelernt. Und auch in Bali wieder ein schönes Bild dazu gehört, dass jeder Facebook-Werbungen schalten kann. Und das ist auch irgendwo zugleich die Gefahr. Der Speaker, den ich da gehört habe, hat das schöne Bild verwendet, dass der Laie mittlerweile in ein Bauhaus geht und eine Badewanne, einen Hammer und Tapete kauft und er denkt, er kann damit ein Haus bauen. Kaufen kann man es, alle Sachen, aber ob man es wirklich zu der Form eines Hauses bekommt, ist die andere Frage. Das ist natürlich ein schönes Bild. Aber mein Rat ist Sicherheit aufbauen, aber genauso viel oder ähnlich viel in die Ausbildung von sich selbst zu investieren. Also einerseits Persönlichkeitsentwicklung, aber eben auch Ausbildung in das Thema noch hinein. Also ich konnte wahrscheinlich in der Situation keine Coachings oder Kurse für 3D-Druck besuchen, aber ich hätte noch mehr in Richtung Marketing und Business lernen können. Ja, es ist halt wie so oft als Selbstständiger selbst und ständig und alle Bereiche will man irgendwie abdecken. Ich glaube, eine gute Möglichkeit ist auch, entweder eben sich das selbst anzueignen oder sich dann eben Unterstützung von außen zu holen, dass man dann sagt, so diesen Bereich kann ich nicht abbilden und ich will aber, dass das vernünftig läuft, damit ich eben auch die Erfolge damit erzielen kann. Ja. Was nützen mir Facebook-Anzeigen für mehrere hundert Euro, wenn sie nicht geplant sind und wenn sie nicht, wenn nicht klar ist, welches Ziel sie verfolgen und wo sie eingesetzt werden und. Das ist so. Ausgegeben, eingestellt sind die recht schnell, aber die Strategie dahinter und dann sich da eher dann Unterstützung von außen zu holen, das ist ja heute auch möglich und ich glaube, das ist auch ein gutes Learning. So, das ist wie auch vor Ort Selbstständigkeit, da muss ich mir auch irgendwann Unterstützung für den einen oder anderen Bereich holen, ob das Buchhaltung ist oder was auch immer. Ja. Stelle ich dann auch irgendwelche 450-Euro-Kräfte an oder Freelancer oder virtuelle Assistenten oder wie auch immer. Ne? So, das ist an der Stelle mache ich gerne immer Werbung für virtuelle Assistenten, weil ich das ja auch bin. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein Learning so, also von mir zumindest. Also da muss man auch auf jeden Fall schauen. Es gibt unterschiedliche Geschäftsmodelle. Man muss nicht immer irgendwie eben pro Stundenlohn oder Ähnliches bezahlen, sondern gerade im Marketing gibt es auch viele, die eben auf Provisionsbasis arbeiten, die dann eben wissen, wenn ihnen das Produkt gefällt beispielsweise und sie wissen, was sie drauf haben und dann vielleicht mit Marketingbudget noch, dass sie dann einfach einen Teil des Profits oder Ähnliches bekommen oder dadurch eben auch nochmal den Lohn aufbessern. Ja, und den Anreiz auch haben, ne? Genau, ja, zugleich die Motivierung. Und was ich eben auch gelernt habe, weil ich eben viel Zeit in Shop und einfach nur, ich sag mal, eigentlich Aufgaben für tatsächlich virtuelle Assistenten oder im Idealfall sogar automatisierte Aufgaben gesteckt habe und dadurch unglaublich viel Zeit verloren habe, außerhalb meiner Expertise und meiner Leidenschaft irgendwo. Und da bin ich jetzt auch gerade dabei, mich noch besser einerseits outsourcing, die richtigen Partner finden und eben da noch mehr Zeit in meinem Talent und Erfahrungskreis zu bewegen, anstatt eben Aufgaben zu machen, die nicht mal in meiner Expertise liegen. Ja, das ist ja auch immer das, worum es geht letztendlich. Du hast dich selbstständig gemacht, um kreativ sein zu können, um dein eigenes Ding machen zu können und dann machst du lauter Dinge, die zwar dazugehören zu dem Business, aber die ja nicht dein Schwerpunkt sein sollten oder du wolltest das nicht als Schwerpunkt haben, sondern als Schwerpunkt eben deine Kreativität ausleben und das da rutscht man ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, glaube ich, rutscht man ganz schnell eben da rein, alles zu machen und zu managen und zu tun und irgendwann
was design ich überhaupt noch so? Das geht dann so genau. Nebenbei mal schnell irgendwelche ja. Dinger da raushauen, die in der Zeit noch machbar sind. Ne? So, und wenn es dann wirklich an kreative Prozesse geht, ob jetzt nun im Design oder wo auch immer, das braucht einfach Zeit. Das muss reifen können und da braucht man Zeit dafür. Und wenn man dann mit irgendwelchen administrativen Sachen zuhockt, ist das natürlich dann auch schwierig. Ne? Ja. Exakt, ja. Ich habe dann tatsächlich gerade in den ersten Wochen, wo ich dann eben Shop und Ähnliches aufgebaut habe, gemerkt, als ich wieder überhaupt die Software geöffnet habe, wie glücklich ich allein schon war, das Interface zu sehen und wusste, dass ich jetzt quasi wieder in meinem Element bin. Und das sind eben Zeichen, die der Körper und das Unterbewusstsein eigentlich ganz deutlich zeigen. Absolut. So, das solltest du eigentlich machen. Ja, absolut. Ja, schön. Ja. Roman, wie ist es bei dir mit den Vor- und Nachteilen der remoten Arbeit? Wir haben ja schon ganz viel darüber gesprochen, aber wenn du das so nochmal zusammenfassen möchtest, wo sind für dich so die größten Vorteile und vielleicht nicht Nachteile, aber Herausforderungen? Genau, also ich nenne mich selbst noch ein andauernder Lerner, gerade der Remote-Tätigkeit, bin ja erst seit Juli unterwegs und schaue mir das selbst beim Optimieren und Lernen zu. Ich würde sagen, allein Arbeitsweg ist natürlich ein Riesenvorteil, der für mich einfach 10 Stunden die Woche weggefallen sind, dadurch, dass ich auch aufwachen kann, frühstücken kann und Laptop auf und dann schon arbeiten. Also kann ich auch irgendwie meine Zeit deutlich sinnvoller und effizienter nutzen und beziehungsweise einsparen. Dann natürlich Reisen außer Frage und Umfeld auch. Also wenn man keine festen 8 Stunden am Tag irgendwo an einem Ort sein muss, kann man seinen Alltag auch ganz anders planen. Ich finde es so lustig, dass hier in Chiang Mai um 11.30 Uhr ein Volleyball-Team sich trifft, also eine Gruppe, bin ich mittlerweile dabei. Und 11.30 Uhr an Dienstagen, Donnerstagen und Samstagen. Verständlich, aber ich glaube, in keiner anderen Stadt wird man genug Leute an einem Dienstag um 11.30 Uhr finden, die dann für 2 Stunden Beachvolleyball spielen können. Und das zeigt einfach, wie flexibel hier die Bevölkerung, also die natürlich hauptsächlich Ausländer arbeiten können und dadurch ihren Alltag ganz anders gestalten können. Man muss in der Regel auch seinen Stundenpensum abarbeiten, aber kann das eben ganz anders gestalten und flexibel und seinen Rhythmus anpassen, anstatt irgendwo einzustempeln und auszustempeln. Und dann die Herausforderungen, also ich denke, es versteht jeder, dass man gutes Internet braucht, einen verlässlichen Laptop. Ich merke immer mehr, wie viel Wert ich auf ergonomische, also bequeme Stühle setze. Also es gibt hier in der Shopping Mall ein Coworking Space, wunderschön designt, 5. Stock, hat tatsächlich ein bisschen Ausblick, aber meiner Meinung nach nicht sinnvoll designt, nämlich viele Stühle sind ohne Lehne. Die eine Lehne haben, haben teilweise nur ein Brett, also eine gerade Lehne ohne Polster und viele Sachen, wo einfach nicht gemacht sind, damit man da 8 Stunden einigermaßen gut sitzen kann. In einem normalen Büro hat man meistens einen ganz guten Stuhl, Stuhl. In Coworking Spaces sehe ich das auch mittlerweile immer öfter, aber in Cafés oder eben öffentlichen Café Coworking Spaces habe ich da leider noch viel zu wenig davon gesehen. Ja. Und da hilft eben auch dieser Aufsteller für den Laptop, dass man einigermaßen gerade schauen kann, wo man bei einem fixen Bildschirm meistens schon auf Augenhöhe oder Kopfhöhe hat, ist beim Laptop nicht der Fall. Ich glaube, der wird immer beliebter und auch hier sehe ich das oft. Dann einfach verlässliche Sachen. Bose Quiet Comfort Kopfhörer habe ich, der mir auch in vielen Situationen die Effizienz rettet, wenn man dann mal auf leise schalten kann und dann wirklich einfach selbst in einem belebten Café super konzentriert arbeiten kann. Da verwende ich auch Binaural Beats, also das sind Alpha- und Theta-Wellen, die dem Gehirn helfen, sich zu konzentrieren. Also falls man da mal reinschauen möchte, gibt es auch auf Spotify ein paar Playlisten. Und genau, also Lautstärke,
Internet. Hier in Thailand habe ich einen super Mobilfunkanbieter, wo man dann auch, gerade wenn das Café-Internet versagt oder man schlechten WLAN-Empfang in einem WLAN, Café hat, kann man auch einfach mal Hotspot anmachen. Da macht es auf jeden Fall Sinn zu investieren. Mhm. Und wo ich gerade in Asien nochmal dran erinnern möchte, dass, also ich sage mal, in Europa ist man mittlerweile gewöhnt, verwöhnt, dass man einfach ohne Visum und egal wie lang in Spanien oder in Griechenland eben sitzen kann und sich wegen nichts Kopf machen muss, auch teilweise keine Rückflugtickets oder ähnliches vorweisen muss, wo es mittlerweile bestonwardticket.com gibt, wo man für 24 Stunden ein Rückflugticket mieten kann. Das ist ein ganz guter Hack. Ja. Und ich war gestern eben im Migration Office in Thailand und musste 50 Euro zahlen, um nochmal 30 Tage zu bleiben. Ja. Und das sind eben Kosten, die man nicht übersehen darf. Also Flugkosten natürlich, die natürlich auch günstig sind, aber wenn man alle 2 Monate oder monatlich irgendwo hinfliegen muss, summiert sich das auch zu der Miete. Visagebühren, Einreisegebühren, genau, solche Sachen. Ja, ja, kommt alles dazu, ne? Remote-Arbeit in Asien auf jeden Fall nicht aus der Rechnung rauslassen. Ja, ich habe gestern gerade noch in einer Instagram-Story bei einer Reisefamilie gelernt, internationaler Führerschein ist noch wichtig. Oh, ja, genau. Die mussten nämlich gerade zahlen. Oh, ja. Ja, waren irgendwie 400 Baht, also das irgendwie um die 10 Euro, das geht ja dann noch, aber jetzt müssen sie erstmal gucken, wie sie das regeln, weil die sind auch gerade erst rüber. Und das fand ich dann auch nochmal einen guten Hinweis. Ja, genau, solche Porto-Kosten kann man dann auch noch einrechnen. Ja. Ja, oder eben halt gut vorbereiten, ne? Aber absolut, ja. An alles denkt man halt auch nicht immer, das ist so, ja. Ja. Du hast ja schon ein paar Tools gerade genannt, das finde ich ganz gut, die packen wir dann auch in die Shownotes mit rein für die Hörer. Hast du noch irgendwelche Tools, die du zur remoten Arbeit noch weiterempfehlen kannst, wo du sagst, die habe ich jetzt mal getestet und das finde ich gut, oder vielleicht auch eins, wo du sagst, oh nee, da konnte ich gar nicht mit um, oder wie? Ich habe mittlerweile immer eine Standardtasche, die ich zum Arbeiten verwende. Also wenn ich in ein Café gehe oder im Coworking Space oder ähnliches, wenn man nicht den Luxus hat, dass man immer den gleichen Schreibtisch hat und seine Arbeitsequipment an einem Ort hat, ist es wichtig, die immer in der richtigen Tasche zu haben zumindest. Also gerade so Kleinigkeiten wie doppeltes Ladegerät fürs Handy, Kopfhörer, Adapter und ähnliches sollte auf jeden Fall in der Tasche immer dabei sein, Maus, da eben nicht täglich packen zu müssen oder täglich irgendwo am Ende der Stadt sitzen zu müssen und ohne Handy-Akku oder ähnliches. Also gerade so Kleinigkeiten wie Battery Pack sind da auch super sinnvoll. Mhm. Und was ich tatsächlich in Asien genieße, dass die hier Wandsteckdosen haben, die für europäische und amerikanische Stecker zu verwenden sind. Also für mich geniale Erfindung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das mit dem Netzwerk, also Spannung funktioniert, aber jetzt noch keine Probleme. Ich glaube, da vielleicht hat man das mittlerweile auch schon angepasst, aber ganz schöne Lösung, wo viel Kopfzerbrechen und viel Geld eingespart werden kann mit einfach der Steckdose für alle Nationalitäten. Ja, das ist ja also ich sage immer, wir fliegen zum Mond, aber wir sind nicht fähig, irgendwie ein System zu bauen für den ganzen Kram. Ob das Ladekabel sind oder ich habe jetzt gerade auch mein Kfz-Ladekabel, das für den Laptop macht gerade irgendwie schlapp und da ich einen Stecker habe, der flach ist, ist das bei den normalen universalen Netzteilen eben immer nicht dabei. Sondern da sind ja nur dann 10 runde Stecker dabei, aber dieser flache nicht. Und jetzt muss ich auch hier in Griechenland erstmal auf die Suche gehen, dass ich wieder ein ordentliches Netzteil habe. Also das ist, wenn ich so im Ausland bin, ich glaube, das wäre jetzt ein Learning für mich. Also wenn ich wieder in Deutschland bin, kommt auf jeden Fall ein zweites mit ins Auto. Weil das ist im Ausland halt manchmal schwierig dann zu bekommen. Ne? So, ja. Das ist, in Deutschland bestellst du das einmal oder gehst in den nächsten Elektroshop, da ist das in der Regel vorrätig sowas oder kann auf den nächsten Tag bestellt werden. Das ist hier dann schwierig und bin mal gespannt. Aber ich soll demnächst nach Athen und ich denke mal, dass ich da fündig werde. Ja, gerade so Kleinigkeiten wie passende Kabel werden, gerade wenn man unterwegs ist, super wertvoll. Ich habe auch in meinem
an meiner letzten Unterkunft auf Bali meinen Adapter für das iPhone von Lightning zu normalem AUX-Stecker leider im Bett liegen lassen und musste mir dann in Bangkok für 16 Euro ein Original-Apple-Adapter kaufen, wo wirklich 3 Zentimeter langes Kabel ist, aber einfach dann so viel Geld liegen gelassen einfach nur. Ja, der angebissene Apfel ist drauf, ne? Genau. Sie wissen auch, wie sie ihre Produkte schützen. Ja, klar, natürlich. Das ist so. Ja. Ja, sehr cool. Roman, ich fand das sehr, sehr spannend. Ich stelle allen Gästen die gleiche Frage immer gegen Ende des Interviews und dir will ich sie auch stellen. Wo siehst du in 5 Jahren die remote Arbeit? Gerne allgemein, aber auch aus deiner Sicht, wo du sein wirst. Also ich hoffe, dass die derzeitigen Arbeitgeber von ihrer Angst, dass die Angestellten nicht genug arbeiten oder schlechter arbeiten oder weniger arbeiten, die Besseren belehrt werden. Also ich habe auch schon von Studien gehört, dass die Arbeit zu Hause, war es damals, bis zu 14% effizienter ist, gerade wenn keine Kollegen alle halbe Stunde reinkommen und mit einem reden oder Fragen stellen, sondern eben man relativ kontrolliert seinen Arbeitstag gestalten kann, dass man da sogar besser arbeiten kann. Ja. Und dann, was ich auch schon als Grund gegen das Remote-Arbeiten gehört habe, dass die Kommunikation auf der Strecke bleibt, also schlechtere Kommunikation. Aber ich denke, gerade mit den anderen unterschiedlichen Generationen, die jetzt eben auch immer technikaffiner werden und in unterschiedlichen Tools, um zu kommunizieren, dass da einfach auch das Remote-Arbeiten leichter wird. Neben anständiger Skype-Verbindung, Videocall weltweit tatsächlich kostenlos und Projektplanungstools, To-Do-Listen und Ähnliches. Also da kommen ja immer mehr neue Oberflächen, die das dann verbessern und optimieren. Denke ich, dass das gerade im deutschen Umfeld immer beliebter wird und leichter. Also ich denke, dass dann auch irgendwann die Arbeitgeber sehen, dass sie entweder weniger Büroräume stellen müssen oder eben nur Coworking Spaces wie WeWork bezahlen und ja einfach ihren Angestellten vertrauen und durch die Leistung bezahlen und nicht nur Anwesenheit. Ja. Naja, das ist, ich glaube das auch. Das sind die Vorteile, die du genannt hast, die tauchen immer wieder auf, Vorurteile, die tauchen immer wieder auf. Und ich glaube, da gilt es halt, das mal so zu brechen und da mal ein bisschen das aufzubröseln. Und das ist ja auch ein Grund, warum wir hier diesen Podcast ins Leben gerufen haben und die remote Arbeit einfach ein bisschen populärer machen wollen. Genau. Absolut, genau. Aber da möchte ich eben auch nochmal sagen, dass ein gutes Netzwerk, egal wo man ist, also gute Arbeitskollegen, ob es im Café, Coworking Space oder im Büro ist, das Leben und die Arbeit auch auf jeden Fall erleichtern. Also ich glaube, da kommt es schon auch ein bisschen auf die Person an und was für ein Typ Mensch man ist. Also ich habe kein Problem, bei mir zu Hause im Apartment zu sitzen und mehrere Stunden allein zu arbeiten. Oft gehe ich dann eben nachmittags noch in einen Café, um auch andere Leute zu sehen und da vielleicht nochmal mit Leuten zu treffen. Aber kann mich ohne Probleme selbst motivieren. Also ich denke, entweder müssen das manche Leute lernen oder eben auch sind vielleicht nicht der Typ dazu. Ja. Also ich glaube das schon auch, es ist nicht jeder dazu gemacht, remote zu arbeiten. Das glaube ich schon auch. Und ich glaube auch, dass es, wir werden jetzt nicht irgendwie 90% Remote Work haben irgendwann und nur noch 10% vor Ort, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, die Flexibilität mit diesem Modell der Arbeit, das muss vielen noch klar gemacht werden, gerade Unternehmern. Ich glaube, in der Arbeitnehmerschaft ist das vielen schon irgendwie bewusst. Manche haben es umgesetzt, bei manchen schlummert das, glaube ich, so wie du auch sagtest, ich wusste gar nicht, dass ich das will, aber dann bin ich darauf aufmerksam geworden. Ja, genau, das ist es so, sage ich mal so ganz verkürzt. Und ich glaube, da wird noch ganz viel im Umschwung sein die nächsten Jahre. Das denke ich auch so. Und es ist ja nicht so, dass man
dann im Ausland arbeiten muss oder daheim arbeiten muss, sondern man hat einfach die absolute Flexibilität. Wenn man möchte, kann man auch ins Büro kommen. Wenn man möchte, kann man auch in Deutschland bleiben. Also es ist nur Freiheit. Kein Zwang. Und das, ich glaube, das ist ja auch was im Moment unheimlich viel Aufschwung hat, so dieses selbstbestimmte Leben, einfach wieder sich selbst zu sein und seinen eigenen Weg gehen, ob nun selbstständig oder angestellt, das ist ja egal, aber man muss ja zufrieden sein mit dem, was man macht, und diese hohe Unzufriedenheit an vielen Arbeitsplätzen, ich glaube, da ist es absolut Zeit, neue Wege zu gehen, neue Wege zu finden und das aufzuzeigen, dass es so nicht weitergeht, weil ich sag mal, die ganzen Rahmenfaktoren sind geschaffen, wie du sagst, die Tools und so weiter, da ist so viel gegeben, und mit Virtual Reality wird dann noch mehr passieren, und also ich glaube, da wird noch so manches an den Start kommen die nächsten Jahre, wo wir noch gar nicht von träumen. Wer hätte das gedacht mit den Smartphones, ne? Wenn ich überlege, vor 20 Jahren so, das, und diese Entwicklung geht stetig voran. Das sehe ich eben auch so, ja. Ja, also, spannend. Noch zwei Sachen dazu sagen. Ich glaube, dass gerade die Studenten, die jetzt eben auf den Arbeitsmarkt kommen, die sind, also es heißt ja, die Millennials sind verwöhnt, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben Arbeitgeber, die das vielleicht nicht dauerhaft, aber zumindest zeitbegrenzt oder ähnliches Remote-Arbeit anbieten können, einen großen Vorteil haben, Kompetenz anstellen zu können und dadurch eben, egal wenn sie jetzt nicht mehr Geld zahlen können, aber zumindest Freiheit anbieten können. Ich glaube, dass das für viele Jugendliche schon mehr wert ist. Nur in zwei Wochen mehr Geld, einen teuren Urlaub zu machen, ist nicht so viel wert, wie 2 Monate Urlaub zu machen. Und auch dieses freie Entscheiden, ne? Ich glaube auch, also Geld ist gar nicht mehr so der wichtige Faktor in vielen Bereichen oder bei vielen Menschen, sondern eben dieses ausgeglichene Lebensmodell des Arbeitens und Lebens, ja. Und dann hoffe ich eben auch, dass die Überbevölkerung der Großstädte abnehmen kann, weil eben auch man bei seinen Eltern zu Hause auf dem Land wohnen kann, wenn man möchte. Und dort auch eine Arbeit findet und eben deutlich günstigere Grund zum Bauen und Ähnliches bekommt. Ja. Und dann Entschuldigung. Ja, das hatten wir auch schon im Interview. Da war ich auch ganz überrascht, als es das erste Mal auftauchte, so dass der Wohnungsmarkt sich auch komplett verändern kann durch Remote Work. Ja. Und dann nochmal zu der Kommunikation, was ich aber nicht möchte, dass man vergisst, dass wir trotzdem noch soziale Menschen sind und auch immer den sozialen Kontakt brauchen und eine echte Person kennenzulernen, auch nochmal ein ganz anderes Niveau ist. Also ich glaube nicht, dass wir in Zukunft nur mit VR-Brillen und Handy kommunizieren, sondern eben auch eine gesunde Balance aus virtueller, also digitaler Kommunikation, aber auch echter Kommunikation finden müssen. Ja, das glaube ich auch nicht, dass das komplett ersetzbar ist. Also das ist, ich sag mal so, die Körpersprache und der ganze Kram, das ist nicht zu ersetzen. Und auch das, ne, sich die Hand zu geben oder irgendwie sich mal anzuschubsen und zu lachen. Und das sind ja Dinge, die brauchen wir zum sozialen Interagieren. Und das muss auf jeden Fall auch da sein. Aber ich glaube, in so alltäglichen Situationen, in der Arbeit ist es halt total hilfreich, diese ganzen neuen Technologien zu nutzen. Und ich glaube, da kann man schon ganz viel rausholen. Alles nicht. Das ist eine 1:1 Begegnung, lässt sich nicht ersetzen. Das glaube ich auch. Exakt, ja. Ja, Roman. Magst du zum Ende noch erzählen, wo du zu finden bist? Also dann sozusagen digital zu finden bist, dass wir das mit in die Shownotes mit reinpacken können. Sehr gerne. Also meine Freelancer-Homepage ist romanreiner.com, Reiner mit EU. Einfach eigentlich recht einfach. Und mein Shop, Brandshop ist psycho.shop. Und ich würde sagen, privat am besten auf Instagram, roman.snap findet mich dann. Findet mich da. Mehr Stories als Bilder, aber ich bin auf jeden Fall erreichbar. Ja, das ist doch cool. Ja, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes mit rein, und wer möchte, kann dann Kontakt aufnehmen. Sehr cool.
Roman, ich danke dir. Bitte? Ich bekomme noch nicht so viele E-Mails, dass ich sie nicht beantworten kann. Ja, das ist gut. Und sonst weißt du ja, virtuelle Assistenten helfen weiter. Ja, Roman, vielen, vielen Dank für das Interview. Es war sehr spannend. Ich habe viel über 3D-Druck gelernt. Das nehme ich mal als Fortbildung heute mit. Und ja, wäre sehr spannend, deinen Weg so zu begleiten. Und wer weiß, vielleicht können wir in ein, zwei Jahren nochmal von dir hören. Oder wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwo auf der Welt mal. Ich fand das sehr spannend, sehr cool. Ja. Sehr gerne. Hoffentlich bin ich da nicht der einzige Remote-Ingenieur und habe da viele Kollegen mit mir, die unterwegs sind. Und ja. Viel Erfolg euch noch, Arbeitgeber weiter zu motivieren, Remote-Arbeit anzubieten. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann hier Remote Engineers Podcast oder sowas. Wer weiß. Klingt gut. Ja, ne? Ja, Roman, also herzlichen Dank nochmal, dass du da warst und liebe Grüße nach Thailand und alles Gute auf deinem Weg und viel Erfolg mit deinen Geschäften. Danke, danke. Ja, und ihr da draußen, liebe Hörer, ich danke euch, wir danken euch, dass ihr wieder bei dieser Folge eingeschaltet habt und freuen uns, dass ihr beim Churlin Podcast, dem Podcast für Freelancing und Remote Arbeit in der Praxis dabei seid. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes.